Hi Leute, ich bin's Olli und ihr schaut wieder Classic Airsoft. Heute habe ich euch was nicht ganz so klassisches mitgebracht. Aus dem Hause Toki Marui, die MK18 Mod 1 Next Generation Recoil Shock SAEG. Das Ganze mit voll lizenzierten Daniel Defense Riss 2. Da mich einige nach den Recoil Shock Modellen gefragt haben, ich einige besitze, habe ich mich dazu entschlossen, dann doch jetzt schon mal ein Video darüber zu machen. Eigentlich wollte ich erst meine ganzen alten AEGs und Sammlerstücke präsentieren, aber hier dann mal was Neues. Also lasst uns den schön gestalteten, schlichten Karton mal öffnen. Dann ist das Ganze schon mal anders als bei den alten Maruis. Hier haben wir im Deckel ein kleines Kuvert. Da ist der ganze Papierkram drin. Was bekommen wir hier? Von hinten nach vorne ein paar Sticker. Nutzt man den Tokyo Marui eigenen Crane Stock Akku? Dann schaut der hinten ein bisschen raus, beziehungsweise ist angedeutet wie die Batteriefächer des Crane Stocks, damit das Ganze nicht schwarz ist. An einem FDI Stock sind hier Sticker bei, die man hinten auf die Akku-Endkappen kleben kann. Des Weiteren ein kleines Sicherheits-Comic-Manga-Blättchen. Affe fällt vom Baum, verliert die Brille, er hat keine auf, Schuss löst sich, Auge weg, ist blöd. Spielerisch dargestellt, so dass es auch jeder versteht. Ansonsten ein paar Infos über die Akkus, welche Akkus man wie verwenden kann. Hier zu sehen einmal der angesprochene spezielle Crane Stock Akku. Des Weiteren hier ein Akku-Adapter, um den Crane Stock Akku zu laden. Beziehungsweise normale Akkus, die man dann adaptieren müsste. Allerdings passt hier nur der Crane Stock Akku. Ein paar Ladehinweise. Das handelt sich hier allerdings um ganz normalen Nickel-Metallhydrid-Akku, somit nicht mehr zeitgemäß. Verwenden wir nicht, dazu später mehr. Paar Zielscheiben, Sicherheitshinweise nochmal, Garantiekarte, japanisch, nützt uns hier auch wenig. Und einmal die Bedienungsanleitung. Mit ein bisschen Hintergrundwissen, schön bebildert, das Ganze in japanisch und Englisch, wie eigentlich üblich. Da sollte alles erklärt sein. Auch jeder, der mein Video nicht guckt, sollte damit verstehen, wie das Ding funktioniert. Schwer ist es nicht, aber hey. Lasst uns da rein starten. Hier in der Verpackung fällt sofort das MK18 Mod 1 auf. Wir bekommen ein Magazin dazu. Hier den angesprochenen Ladeadapter für die Akkus. Des Weiteren ist hier eine Laufstopfenkappe drin. Wir haben ein paar 0,25er Kunststoff-BBs von TM sowie ein Einstelltool für das Korn. Das Magazin, Stahlblech, sieht anders aus als normale M4-Magazine. Ist ein bisschen länger. Zum Vergleich hier mal ein normales Marui AEG-Magazin. So, das NGRS-Magazin ist deutlich länger, hat damit die reelle Länge. Ist ein wenig anders aufgebaut. Hier der Bolt-Stop-Knopf. Des Weiteren hat das Magazin noch eine zusätzliche Funktion. Das ist ein, ich glaube, 82 Schuss Low Cap, wenn ich mich nicht irre. Schraubt man diese Schraube raus, übrigens Original-Markings, schraubt man diese Schraube raus, kann man das Innenleben rausziehen und dann befindet sich da ein Schiebeschalter. Schiebt man den nach vorne, wird aus dem 82 Schuss Low Cap ein 30 Schuss Milsim-Magazin. Sehr cool. So, und dann haben wir das Herzstück, unsere MK18 Mod 1. Meine ist schon ein bisschen älter, ich habe das Ding damals über einen Händler importieren lassen und einzeln abnehmen beim Schussamt. Da ich das Teil schneller haben wollte, als das auf den deutschen Markt gekommen ist. Schauen wir uns das Teil mal an. Vorweg, zwei Sachen habe ich geändert. Diese Slingaufnahme ist ein Larue-Klon, ist normalerweise nicht dabei. Die ist nachträglich durch mich angebracht worden. Des Weiteren dieser Four-Prong-Surefire-Schalldämpfer. Ja, Quatsch. Ist ja kein Schalldämpfer. Der Schalldämpfer liegt da und kommt da drauf. Flash-Hider wurde nachträglich von mir angebracht.
da der Marui-Vorprong aus Aluminium ist und hier leider der entsprechende QD-Silencer nicht drauf passte. Hier passt er drauf, deswegen habe ich das Teil getauscht und ansonsten hat das eigentlich keinen Grund. Optik und mehr nicht, aber darum geht es ja oft bei unserem Hobby. So, warum Next Generation? Ich würde sagen, weil das die nächste Generation der Marui AEGs ist und tatsächlich auch der nächste Schritt in der Evolution der AEGs war. Jetzt komplett aus Metall, da scheint sich in Japan wohl gesetzestechnisch irgendwas geändert zu haben. Finde ich nicht verkehrt, denn hier knarzt, wackelt gar nichts. Hier ist alles bombenfest. Also wer da eine alte Marui im Kopf hat und nimmt da mal eine NGRS in der Hand, der wird überrascht sein. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Ja, markingtechnisch haben wir hier alle Original-Markings. Das Colt-Pferdchen, Property of US Government M41 Carbine, Kaliber 5,56, eine Seriennummer. Colt, bla bla bla, Hartford, Connecticut, Safe Semi-Auto. Dann haben wir natürlich hier bei dem farblich sehr, sehr schön gestalteten Daniel Defense Riss 2 auch Original-Markings. Hier MK18, Riss 2, eine Seriennummer und eine NSN-Nummer. Alle Rissteile sind beschriftet. Auf der Unterseite genau dasselbe. Auch hier ist das Riss beschriftet und auch hier sind die Daniel Defense Markings. Manufactured under license from Daniel Defense for Marui Airsoft Gun only. So, das wäre linke Seite und unten schauen wir uns mal die rechte Seite an. Haben wir hier auf dem Body Made in Japan, Tokyo Marui Co. Limited, ASGK, Auto, Semi-Safe und die entsprechenden Beschusszeichen. Des Weiteren hier nochmal US Patent Number, Cage Code, Daniel Defense Inc., Black Creek. Somit hapert es hier nicht an Markings. Die Verarbeitungsqualität, wie gesagt, das ist alles absolut solide. Hier wackelt nichts, nicht mal die Schulterstütze. Wirklich klasse. Da hat TM wieder ordentlich abgeliefert. Schulterstütze ist auch noch so ein Punkt. Das Ganze ist ja für die speziellen Marui Cranestock Akkus ausgelegt. Seitens Marui Schaftkappe abnehmen. Dafür einfach hier unten die beiden Nippel drücken und raus. Die ist übrigens gummiert. Und dann stellen wir fest: oh Gott, hier in dem Schaft sieht es ein bisschen rumgeknabbert kaputt aus. Ja, das ist so, und das ist auch bei allen Schäften so, die hier von Händlern ausgeliefert werden an den Marui NGRS-Modellen. Denn, wie schon gesagt, normal ist das hier für den Marui Cranestock-Akku, der passt hier ganz genau rein, hat in der Mitte einen Kontakt, der ist hier normal eingeschraubt. Dann steckt ihr einfach nur den Akku rein, Kappe drauf und ihr seid ready to go. Hat aber zur Folge, dass ihr absolut auf diese Akkus angewiesen seid und das sind halt nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Das Ganze nicht mehr so zeitgemäß. Hat dann zur Folge, dass die Waffen halt auch mal jammen, weil wir eben nur Semi-Only haben. Da kann man dann hier unten drin an die Kontakte Kabel anlöten, die ins T-Stecker anbringen und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Denn dann könnt ihr ganz normale LiPo-Akkus verwenden. Hier zum Beispiel so ein 7,2 Volt 2000 Milliampere Akku, der passt dann hier rein. So, zack, gut, so. Dann werden die Kabel da drin versteckt. Und alles ist gut. Ihr habt genug Strom für, boah, bei mir reicht es für den ganzen Spieltag. Also auf jeden Fall genug Strom. So, die Schulterstütze ist dann in 5 Positionen einrastbar. Wie üblich bei den aktuellen M4-Modellen. Wenn man jetzt mehrere Upper Receiver hat, lassen die sich auch recht schnell tauschen. Das zeige ich euch gleich. Vorher gucken wir uns das Hop-Up an. Hop-Up M4 typisch. Natürlich unter dem Fake Bolt haben wir hier eine Rotary Hop-Up Unit. Das Ganze nach oben, mehr Hop, nach unten, weniger Hop. Ganz normal M4, nichts Besonderes.
So, wie gesagt, wenn ihr mehrere Upper Receiver habt, lassen die sich recht einfach tauschen. Dafür müsst ihr den vorderen Bodypin rausdrücken. Der hintere ist nur angedeutet, also haut da bitte nicht drauf rum. Dann macht ihr das Teil kaputt. Wäre jetzt nicht so gut, ne? Also vorderen Bodypin rausdrücken. Das geht alles ziemlich straff. Dann schiebt ihr den Body nach vorne. Das Ganze geht auch relativ schwer. Verschluss muss dabei nach hinten gezogen werden. Dann Daumen drauf drücken und einfach nach vorne abziehen. So, jetzt habt ihr hier die Gearbox. Was auffällt, ist das enorm lange Nozzle. Das Ganze ist nicht Version 2 kompatibel. Die NGRS-Modelle haben komplett eigene Gearboxen und eigene Internals. Den Motor könnt ihr tauschen, da passt jeder Longtype. Ansonsten ist das hier der Lower Receiver mit Charging Handle, Fake Bolt. Das Gewicht befindet sich in der Stock Tube. Wenn ihr jetzt einen anderen Upper Receiver anbauen wollt, schiebt ihr den einfach drauf, vorderen Bodypin rein und fertig. Ja, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir den Upper Receiver samt Hop-Up Unit. Hop-Up Unit und Lauf lassen sich einfach nach hinten rausziehen, wenn diese Klammer gelöst wird. Die arretiert das Ganze ein bisschen und dann könnt ihr das rausholen. Zum wieder zusammensetzen einfach hier das ganze Stück nach vorne schieben, dann wird anschließend dieses Teil wieder in die Hop-Up-Unit eingeklipst. So, nach vorne geschoben. Und dann war es das auch schon. Möchte man das Ganze jetzt wieder zusammensetzen, Lower Receiver nehmen, am besten den Daumen hier hinten einmal drauflegen, dass das nicht alles auseinanderspringt. Und dann einfach ja, den Upper Receiver wieder aufschieben, bis er hinten klack einrastet, anschließend vorderen Bodypin wieder rein, so, und das war's. Jetzt ist das NGRS MK18 wieder zusammengebaut. Magazintechnisch, wie gesagt, ist das Ganze ein bisschen anders. Hier ist so eine Mag Empty Detection dran. Heißt, wenn das Magazin leergeschossen ist, hört die Waffe auf zu schießen und ihr müsst ein neues Magazin einlegen, anschließend den Bolt Release wieder drücken. Richtig cool, gab es früher nur bei Systema, ich feiere das total. Und mit der kleinen Bewegung da drin durch das Gewicht ist das für mich eigentlich so die realistischste AEG, wenn man davon Realistik sprechen kann. Ja, ansonsten könnt ihr auch normale Magazine verwenden, wie die ich euch eben gezeigt habe. Dafür gibt es einen kleinen Adapter. Etwa so groß, den habe ich jetzt nicht hier, den steckt ihr einfach unten auf den BB-Eingang der Hop-Up Unit. Dann passen normale Magazine, ihr verliert allerdings das coolste Gimmick, den funktionierenden Bolt Catch. Ihr könnt da jede Optik draufpacken, die ihr wollt. Keine Ahnung, nehmen wir hier mal so einen Elkin Spectre DR, sau schwer, macht den echt bei so einem kurzen Lauf wahrscheinlich auch wenig Sinn. Andererseits eine vierfache Vergrößerung, warum denn nicht? So, bauen wir uns mal das Elkin Spectre DR hier drauf. Sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ja, nur so ein Elkin ist ja auch langweilig. Also machen wir hier noch ein paar Risscover drauf. Hier so schöne Gummiteile. Was können wir noch anbauen? Ach, wir haben hier noch so eine Akkubox, Deko-Pack-Ding. Und dann sind wir natürlich ganz sneaky unterwegs, Leute. Also klatschen wir uns hier den QD Silencer noch drauf. So. Und fertig ist unser MK18. Mit Magazin sieht das Ganze dann so aus. Allerdings habt ihr hier noch eine zweite Option. Außer die Marui-Magazine bietet PTS auch noch EPM-Magazine. Feeden super, kosten ein paar Euro mehr als die Marui-Magazine, fassen aber auch ein paar mehr BBs, haben einen roten Follower, was wirklich cool ist, wenn ihr die Teile in der Weste habt, seht ihr halt,
auch, ob die Magazine voll oder leer sind. So sieht das Ganze dann aus. Ich schmeiß mal einen Akku in die Stocktube und dann kronen wir das Teil mal. Und ihr könnt auch irgendwie mal so den Klang und die Bewegung sehen. Dafür kommt der Schalldämpfer erstmal wieder ab. Das Magazin raus. Dann nehmen wir hier ein paar 020er. Des Weiteren ist schön an diesen Modellen, dass die Magazine wirklich komplett leer geschossen werden. Sprich, euch plumpsen da keine BBs aus der Waffe. Wenn die leer ist, ist die wirklich leer. Dann hört die auf zu schießen und dann war es das. So, den Kroni brauchen wir auch. Den haben wir hier. Dann bringen wir mal den Akku ein. Ich nehme jetzt hier einfach einen einfachen statt einen Double Stick Type. Der reicht jetzt hier. Zum Kronen brauchen wir ja nicht. Wer weiß, wie viel Milliampere-Stunden. Dann werden die Kabel hier untergebracht. So. Kommt die Kappe wieder drauf und dann war's das. Mitgeliefert wird hier natürlich noch so eine Verschlusskappe, wenn kein Akku drin ist, dass man das hier nicht sieht. Das Ganze passt dann natürlich mit dem Kabelgemüse nicht mehr. Da müsste man dann ein wenig mehr wegfräsen in der Schulterstütze, damit die Kabel tiefer darin laufen. So, da haben wir den Kroni. Dann setze ich mir einmal die Schutzbrille auf. So. Und dann schauen wir mal. Joule. 0,9, 0,9, 0,9, 0,89, 0,87 und 0,88. So, jetzt habt ihr gesehen, das Teil hört auf zu schießen. Geht jetzt auch nicht mehr. Magazin ist leer und hier der, vielleicht sieht man es, Verschlussfanghebel ist rausgekommen. Jetzt könnt ihr das Magazin entnehmen und könnt immer noch nicht schießen. Neues Magazin einführen, könnt immer noch nicht schießen. Verschlussfang drücken und jetzt geht's weiter. 0,85, 0,05, hat der Kroni nicht richtig gemessen. 0,87, hier jetzt nochmal von der Seite ein bisschen. So, das war's. Magazin leer. Waffe hört auf zu schießen. An Energie liegen wir irgendwo bei um die 300 FPS, plus minus ein bisschen. 25 Schuss haben wir jetzt reingeschossen. Der niedrigste Wert irgendwo, ja, hier 313 FPS, 307, 305. Die meisten Werte sind zwischen 307 und 305 FPS. Das finde ich ist ziemlich konsistent. Macht auf mich einen guten Eindruck. Also ich schwöre auf diese NGRS-Modelle. So viel Spaß habe ich noch nie beim Spielen gehabt wie mit den Teilen. Die Dinger schießen wirklich einen Laserstrahl super weit, super gerade. Mit dem Standard-Hop-Up und der Standardleistung könnt ihr auch problemlos 028er spielen. Das geht super und ich sage euch, mit dieser Stock NGRS habt ihr dieselbe Reichweite und Leistung, wenn nicht sogar höhere Präzision als irgendein China 1,3 Joule, 1,5 Joule Ding. Das Ganze habe ich zumindest so auf den Spielfeldern erlebt mit 1,2 Joule Limit. Da kann ich euch auf jeden Fall versprechen, habt ihr keine Nachteile, eher noch Vorteile, dass diese Dinger weiter schießen als die meisten nicht krass optimierten 1,2 Joule Airsoft-Waffen eurer Mitspieler. Ist kein Scheiß, ist wirklich geil. Wenn ihr das Geld ausgeben wollt und eine Marui haben wollt, kauft euch das Teil. Könnt ihr auf den ganzen Wackel-Scheiß, sage ich mal, verzichten. Wollt keinen funktionierenden Bolt-Catch haben, legt keinen Wert darauf, eine TM zu besitzen, dann rate ich euch davon auch ab, weil das Modell wirklich viel Geld kostet. Wir reden hier über neu 600 bis 700 Euro, je nach Händler, vielleicht mittlerweile auch schon mehr, weil ja alles teurer geworden ist.
Dann spart euch das Geld, dann kauft euch irgendwie eine Speckner Arms, eine Arcturus, was weiß ich nicht was, lasst sie euch aufbauen. Wenn ihr aber eine Marui haben wollt, wenn ihr eine NGS haben wollt, wo sich was bewegt, kauft euch eine TM. Klar, es gibt die Bolt-Modelle, die auch irgendwie so ein BRSS, da bewegt sich wohl auch was. Die sind aber scheiße. Also da braucht ihr einen 11,1 Volt Akku, das Ding verbraucht Strom ohne Ende. Das habt ihr hier alles nicht. Marui, kaufen, glücklich sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.